Hallo, hier ist Anonymous. Wir haben leider beobachten müssen, wie Polizisten friedliche Demonstranten provoziert haben. Wir fragen Sie, wie das sein kann, dass Beamte ohne jeglichen Grund Leute provozieren, nur damit sie ihre Wut dann an diese friedlichen Demonstranten auslassen können, beziehungsweise überhaupt niemand der anderen Kollegen was dagegen unternimmt. Wir von Anonymous und sehr viele andere Bürger sehen diese überaus zu 100% nicht gerechtfertigte Gewalt der Polizisten für überflüssig. Denn diese Demo am 19. Mai 2012 wäre sehr friedlich gewesen, wenn nicht ein paar Polizisten sie aufgemischt hätten. Wenn Sie uns nicht glauben, hier sind ein paar Beweisvideos. The cops are pissed off that there's a few... Wir von Anonymous und viele, viele andere Bürger wüssten gerne, warum sie Polizeibeamte auf eine Demo schicken, die alle anscheinend keine Selbstdisziplin besitzen und offensichtlich die Polizeischule versäumt haben. Zumindest kommt es so rüber, dass manche Polizisten ihre Polizeischule an einen Kaugummiautomaten gemacht haben. Das soll keine Beleidigung an die Beamten sein. Aber bitte, wie hirnrissig ist es denn, wenn man Polizisten zu einer Demo schickt, um Recht und Ordnung zu bewahren, diesen Job nicht wahrhaben wollen oder können, und selber diese Konfrontationen zwischen Demonstranten und Polizisten auslösen? Wir bitten Sie, dass Sie zum Wohle aller Bürger Ihren Polizeibeamten es irgendwie ins Hirn hämmern oder denen es auf die Stirn schreiben, dass sie erst Gewalt anwenden dürfen, wenn es auch wirklich notwendig ist, und nicht jemanden niederknüppeln, der beim Tanzen versehentlich an die Hand des Polizisten kommt und dann dieser Polizist den Knüppel herausholt und mindestens noch drei andere Beamte auf diesen armen Jungen einprügeln. Diese Situation ist unhaltbar. Sie müssen was dagegen tun. An alle Bürger und Anus: Verbreite dieses Video überall, bei Facebook, Twitter, YouTube, ICQ, überall, wo man es sehen kann. Denn nur so kann man dieses rüpelhafte Benehmen ein Ende setzen. Wir sind Anonymous. Wir sind viel. Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Erwartet uns.